Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Surrounded. Und da vorne ist er, der Poi-Boss. Den können wir von hier sogar ins Visier nehmen. Das ist der Concierge. Hört sich schon bosshaft an, ne? So, aber wir gucken mal, ob wir 308er kommen hier rein, dass wir uns die hier gleich mal ins Inventar gleich legen, damit wir da ohne Probleme nachladen können. Mal hier, 308er. Nehmen wir erstmal die 35, ne? Das ist toll gemacht. So, hier hin. Dann sollte das erstmal funktionieren, wa? So, dann gucken wir gleich mal. Warum rennt der jetzt weg? Das ist ein bisschen weird, ne? Wie komme ich denn hier eigentlich runter? Muss ich hier runter jumpen? Ja gut, erste Etage, ne? Warte mal. Hier komme ich ja nicht rein. Aber ich kann das Cupboard durchsuchen. Das machen wir mal fix. Aber nichts, was wir brauchen. Das ist der jetzt echt weggerannt. Ja, nach dem Neuland kommen jetzt natürlich wieder die ganzen Infizierten zurück, ne? Spawnen ja dann wieder neu und da müssen wir jetzt natürlich uns wieder ein bisschen abmühen damit. Müsste mal quick schauen, ob die Aufnahme an ist. Aber alles gut. Aber vielleicht haben sie auch was zu essen für uns, ne? Trinken brauchen wir ja nicht so nötig, aber essen wäre schon günstig. Halt die Fresse! Alter, rennt der dicke Boss einfach weg, oder was? Ich begreif's nicht, ne? Alter, hier ist noch ein Rucksack einfach. Ja, warte mal. Wenn ich die Weste hier reinmache und... Ah, da kommt er angerannt. Genau, dann bekommen wir den Rucksack gleich noch mit. Machen wir gleich. Der ist es nicht, aber das Wasser können wir trinken. So, dann. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, dann können wir den Rucksack hier reinmachen, ne? In unsere Westentasche. Wie gut. So, das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. So, dann haben wir schon mal wieder ein bisschen mehr Platz. Durchsuchen wir die anderen hier nochmal. Funkgerät nehmen wir nicht weg. Das nimmt für zu wenig Geld zu viel Platz weg. Ja gut, lassen wir auch gleich hier. Willst du mich hauen, Omi, oder was? Vergiss es. Vergiss es, aber ganz schnell. So, wo habe ich denn den Alkohol jetzt? Hier so, ne? Ja. Mein Gott. Wo ist denn der jetzt hergekommen? Mehr Alkohol. Und Antiseptikum haben wir hier drin, ne?
Jawohl. Sehr gut. Fantastisch. Gucken, ob hier was drin ist jetzt. Oh, nee. Ja, hast du gedacht, wa? Ja, Antiseptikum. Nehmen wir mit. Können wir uns wieder reichlich Verbände machen. So, ist der jetzt wieder da, der Boss? Oder... der will es mir nicht zu einfach machen, scheinbar, ne? Aber gut, ich weiß nicht, ob wir von außen hier in den Bereich reinkommen. Naja, wir gucken mal, ob wir weiter runterkommen, ne? Und dann können wir den vielleicht auch mit der Pump platt machen. Speichern wir vorher nochmal schön. Können wir eigentlich auch gleich mal machen. Wundervoll. Ich habe ja in der letzten Folge schon die Hoffnung gehabt, dass wir suchen ja auch noch ein Spezialcontainer. Den werden wir bestimmt auch da draußen finden, nehme ich an. Ich nehme es an, ich weiß es natürlich nicht. So, dass wir hier nichts Schönes irgendwie vergessen, das können wir noch mitnehmen. Obwohl, so viel Alkohol werden wir nie im Leben brauchen, ne? Oh, der hat Geld. Das nehmen wir mit. Gut, ich denke mal, das ist okay. So, dann gehen wir mal eins weiter runter. Hier kommen wir ja nicht weiter runter. Hier ist ja auch nichts weiter, ne? Vielleicht gucken wir noch mal ins Bad rein hier. Nee, hier können wir gar nicht looten. Hier, oh, doch. Jetzt ja. Hat wohl die Hitbox nicht... Oh. Gut, dass wir hier reingeguckt haben, ne? Das ist gut. Guck mal hier, Pump kommt gleich hier hin. So. Sehr gut. Bisschen neue Muni. Nice. Hier kann ich nicht. Okay, irgendwie war da was. Eins ging nicht irgendwie. Was ist denn? Hä? Ach so. Okay. Und hier könnte ich jetzt auch noch rein. Ich weiß nicht, ob wir hier schon drin waren, ne? Gar nicht, ob wir hier schon drin waren jetzt. Hier können wir auch nicht reingucken. Das war nur ganz oben. Obersten Etage. Alter. Hier müssen wir noch ein bisschen was mitnehmen. Da habe ich gerade noch ein Zierstück gesehen. Für die Base. Jetzt alle hier angekrochen, oder? Guck mal hier. Wie gut. Oh, oh, oh. Ach, Mann. Wie kann der mir so viel Schaden machen? Das ist ja doof. Okay, jetzt können wir hier auch wieder reingucken. Da ist eine Schiene drin jetzt. Guck mal, ist der Boss jetzt wieder da? Tatsache. The Concierge.
Ach. Nein. Wo kommt die denn jetzt her, sage mal? Okay, jetzt sind wir unten. Und die sind da oben. Ja gut, und wo ist der Boss jetzt? Dann nehmen wir uns jetzt aber die Schrotti. Oder ist der jetzt auch da hochgekrochen? Gut, da können wir gleich mal den Garten hier durchsuchen. Oh, da ist ja auch Strandparty scheinbar, ne? Lockpick Door. Mal gucken, wie lange wir uns so haben hier. Master Lock. Na gut, andersrum. Da ist ja heftig. Wir müssen es gleich haben, ne? Alter. Okay. Das wäre ja doof, wenn wir jetzt kein Lockpick mehr gehabt hätten. Picklock Save. Und nochmal Picklock Save. Oh mein Gott. Okay. Hoho! Nice. Nice, nice, nice. Guck mal, da haben wir jetzt 10.000, 20.000. Da können wir uns dann auf jeden Fall ein Auto kaufen, ne? So, mal gucken, ob wir das noch aufbekommen. Ach Mist. Lockpick broke. Nehmen wir mit. Seil nehmen wir mit. Die Hülsen nehmen wir mit. Das Messer. Hunting Knife. Kann ich das? Ne, kann ich nicht. Gut, dann bleibt's hier. Was ist denn das hier? Searching. Achso, das ist der ganze Schrank hier. Das ganze Regal, meine ich. Hier kann ich nicht looten. Hier auch nicht, ne? Schade eigentlich.
sind denn das hier für Bilder? Das ist doch ein und derselbe, oder? Employee of the Month, Mitarbeiter des Monats, lol. Ich muss mal gucken. Sorry, ich muss mal gucken, habe ich noch irgendwo Lockpick gehabt? Ich war der Meinung, ich hatte noch irgendwo welchen weggepackt, ne? Vielleicht habe ich noch in der Base weggepackt. Das kann natürlich auch sein, ne? Das wäre natürlich schade. Weil da liegt er nämlich gut, ne? Wie viele Rucksäcke wir schon wieder haben? Unnormal. Kein Lockpick, ne? Kein fucking Lockpick. Nope. Hier ist auch keiner. Nee. Sieht schlecht aus. Ja gut, vielleicht finden wir irgendwo noch einen, ne? Oder zwei, drei vielleicht. Schauen wir mal. Aber wir gucken erstmal weiter nach dem Dude hier. Nach dem, wie war es gleich? Concierge. Scheiß, die wandern. Und dann kommt der hier rein halt. So. Gut. Metal Scraps auf jeden Fall. Es war nur eins, aber Clean 4 macht halt auch Mist. Klebeband, Schwarzpulver. Das Teil hier. Das ist ja ein Mosen-Clip, aber ist ja noch nichts drin. So, die Lampe hier, die würde ich auch gerne mitnehmen, ne? Passt hier auch sogar noch rein. Gut, Taschenlampe brauchen wir jetzt nicht mitschleppen. Aber gut. Leider kein Lockpick. Loot. Lockpick. Ne? Nicht Loot, sondern kein Lockpick. So, irgendwo muss ja ein Spezialcontainer sein. Gut, die ist 150 wert. Müssen wir nicht unbedingt, ne? Da haben wir bessere am Start. Wir nehmen ja auch nicht gerade wenig Platz weg. Aber leider kein Lockpick, ne? Das nehmen wir mit, bitte. Schraubenschlüssel auf jeden Fall auch, aber ich glaube, den hatte ich schon hier drin, ne? Nee, hatte ich nicht. Ja, aber die Schüsseln habe ich ja in der letzten Folge auch gesucht, weil die überall verstreut jetzt hier drin sind. Ne? Pipe Wrench. Müssen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ne? So, hier war. Gut, das wollten wir nicht mitnehmen. Kommen wir nicht rein. Wasser sieht nicht gesund aus. Einer nach dem anderen, ne? So wie sich das gehört. The next one. Zwillinge oder was? Der hat nix. Der hat Alkohol. Ob der Hip-Hopper wieder Geld hat hier? Hat er nicht. Hat er nicht.
Das Wasser, es ist halt. Sieht überhaupt gar nicht gesund aus, ne? So, machen wir den mal noch kalt hier oder ist das. Ja. Eiskalt. Geld. Na? Warum passt denn das nicht? Geht doch. Ach so, weil die Fächer voll sind wieder. Hm. Da war ja was. Gut, brauchen wir nicht. Ja, was für Essen? Ich glaube, eine Büchse haben wir noch zu essen, ne? Na gut, das ist. Nicht unbedingt notwendig mitzunehmen. Kompass? Nee, hier Kompass, ne? Ja, Kompass. Genau. Nee, ja. Ja, nee. Mal hier rein. Die Nägel können aber hier rein und die Hülsen auch. Was ist denn das dort? Das ist doch auch noch irgendwas. In das Wasser hier gehe ich erstmal nicht rein, ne? Auf jeden Fall gibt es hier noch jede Menge Loot. Ah. Zelt. Ja, das scheint groß zu sein, ne? Richtig groß. Ah, Lockpick. Wie gut. Aber leider nur einer, ne? Erstmal. Aber besser als keiner. Auf jeden Fall besser als keiner. Das Zelt lassen wir jetzt hier. Da halten wir uns jetzt mal nicht damit auf. Wir gucken uns jetzt erstmal die beiden kleinen Zelte hier an. Hm, Muni, sehr gut. Sehr schmackhaft. Scheint es hier gewesen zu sein. Medical? Painkillers? Na gut. Hey, warte mal, ich hatte doch in der Westentasche, ne? Nee, Quatsch. Antibiotics und Painkillers. Let's go! Hier ist noch etwas Emergency-mäßiges. 7,62. Jungle Boots brauchen wir nicht. Small Red Dot Zeit. Na gut, das nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? Das sollten wir schon mitnehmen. Ist ja bloß ein Inventarslot, der da benötigt wird. Hier ist nichts. Hier ist aber auch gar nichts. So, gehen wir mal in die Hütte rein. Ich möchte mal wissen, wo der hingelaufen ist. Der wird das Weite gesucht haben, ne? Über alle Berge schon. Naja, gut, eine Jukebox. Ja, die kriegen wir schon noch irgendwie weg. Guck mal hier. Bolt Cutter. Gut, brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Jetzt also so viele davon. So, gut. Du kommst hier rein und dann gucken wir mal, ob wir die Jukebox noch. Ja, die Frage hat sich gerade erledigt. Die Hose brauchen wir nicht, ne? So, das scheint ein Whirlpool gewesen zu sein. Hier ist nix. So. Wäre jetzt noch die Hütte hier. Café Brasil.
Sehr schön, sehr schön. Jetzt gehen wir hier mal rein, ne? Ja, da ist eine Axt. Hier ist so eine Axt, die wir schon haben, ne? Die brauchen wir ja nicht. Was im Automaten drin ist. Gut, Scrap Metal nehmen wir mit, aber ansonsten lassen wir den Rest hier. So viele Generatoren werden wir auch nie im Leben brauchen. Gut, die Spitzhacke. Zelte haben wir auch genug erstmal. Ja, was zu essen auf jeden Fall. Können wir gleich reinziehen, ne? Und ich meine, genau, hier haben wir auch noch eine Dose. Gut. Sonst scheint jetzt hier gar nicht unbedingt so viel zu sein, ne? Gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schickes? Eventuell. Oh, noch ein Rucksack. Können wir natürlich mitnehmen. Storage Crate vielleicht auch. Guck mal hier, erstmal machen wir das alles rein hier. Broken Radio brauchen wir nicht. Air Defenders, Protect Your Ears. Oh, brauchen wir auch nicht unbedingt, ne? Pan haben wir da. Das kriege ich hier nicht rein. So. Wir hatten doch hier. Wo waren das jetzt? Ah ja. Das Ding kriegen wir leider nicht hier rein. Ne? Aber. Können ja mal gucken. Das Teil hier rein. Da kriegen wir die Jukebox hier auch noch mit rein. Und dann können wir den Rucksack nämlich hier reinpacken. Ne? So läuft das. Da können wir hier das Teil sogar noch reinpacken. Das lassen wir gleich mal hier. Mal, dann nehmen wir noch sowas hier mit. Broken, genau. Einen Rest braucht man nicht. Lassen wir hier. Gucken, was wir im Kühlschrank haben. Noch was für Essen. Bringt 14 Punkte. Können wir auf jeden Fall gleich noch snacken. Pool Kabinett. Na gut, ob wir da jetzt so viel davon brauchen, ne? Aber wir gucken mal, ob wir es noch wegbekommen. Sledgehammer, da haben wir ja, glaube ich, einen und der nimmt ja auch so viel Platz weg. Das kannst du ja keinem erzählen. So, den kriegen wir auf jeden Fall rein, ne? So, das Dinge. Ah, das bekommen wir hier noch mit rein. Das ist genau richtig. Sehr schön, ja, gut, und den Hammer lassen wir hier. Bringt auch nur 100 und ich meine, wir haben einen da, ne? Müssten wir eigentlich. So, Klamotten braucht man nicht. Okay. Dann war es das hier drin, ne? Dann können wir jetzt noch mal gucken, ob wir den Poi-Boss finden. Aber wir haben auch immer noch nicht spezieller Container gelootet, ne? So, wir haben ja noch ein Lockpick jetzt. Da können wir ja nochmal in die Hütte dort rein. Und hier ist noch was. Medical. Ja, Radiation Pills. Genau, da haben wir jetzt schon 7 Mal. Das ist sehr gut. Das ist natürlich eine Nummer, würde ich sagen. Und mit zwei so ein Packung ist ja der die Radiation Abwehr oder wie man auch dazu sagen kann, wieder voll. Also der Kreis da unten links
Also hier ist nichts mehr, ne? Wo ist der Boss, der Dicke? Und wo ist verdammt nochmal der Spezialcontainer? Haben wir hier schon reingeguckt? Ja. Ach nee, hier war es ja nicht. Wo war denn das? Ah, hier. Na gut, machen wir den erstmal kalt. Hat nischt. Bleib draußen, Spacko. Ich mache mich schon irgendwie nervös, ne? Wie war denn das jetzt? Sogar geschafft mit einem Lockpick, ne? Und es hat sich gelohnt. Zwei weitere Creditkarten. Sehr gut. Das gefällt mir. Und Scheine natürlich auch noch. Let's go. Das Auto ist auf jeden Fall greifbar. So, hier hatten wir ja reingeloggt. Was ist er denn jetzt? Ich will gleich. Alter. Mehr Glück als Verstand. Jetzt wird es auch noch dunkel. Ist natürlich nicht so schön. Muss ich wieder anfangen zu kramen hier. Natürlich kontraproduktiv. Gebe ich ganz ehrlich zu. So, rein mit dir. Hier in dem Zelt waren wir auch noch nicht drin, oder? Hier ist einmal nix. Wasser. Könnt ihr nicht einzeln kommen? Ah, hab's kaum gesehen, ne? Jetzt halb so wild. Das ist der Sand. Ich dachte, da kommt vielleicht der Boss angetrampelt. Die Alte interessiert das gar nicht. Der Sand hört sich komisch an, ne? Gut. Leider ist der Boss immer noch nicht in Sichtweite. Den will ich schon gerne kalt machen. Ich würde sagen, wir hauen uns erstmal hin.
Dann machen wir Tageslichtwetter. Nüscht. Aber nach Spezialcontainer sieht es hier irgendwie auch nicht aus. Ah, feine Sachen haben sie hier. Feine Sachen haben sie hier. Da kannst du dich echt nicht beschweren. Okay. So, dann kommt das Teil hier rein, ne? Hier ist wieder Medical. Aber erstmal machen wir den Burschen kalt hier. Oder das Mädel, beziehungsweise die Frau. Mehr von dem Stuff. Ich muss mal schauen. Bekomme ich nicht das Teil? Hier draußen irgendwo mit hin? Stimmt, ne? Beziehungsweise ich kann ja auch was austauschen. So. Können wir ja mal das Teil hier nehmen, machen wir hier rein und da tun wir das mal hier hin, ne? Dann haben wir da einfacheren Zugriff. Da müssen wir nicht jedes Mal die ganzen Rucksäcke aufmachen, ne? Das nervt ja auch ein bisschen. So. War alles. Hier ist noch Trash. Geld drinne. Cutter. So, hier erstmal rein. Und tja, warte mal. Die hat 17. Ja, komm, die lassen wir liegen. Okay, Zombie Smasher, take out 500 Zombies with one character. Neues. Das wäre jetzt echt doof. Moment mal. Aber mit dem Boss stimmt irgendwas nicht, ne? Da kannst du sagen, was du willst. Ob das vielleicht noch ein bisschen verbuggt ist oder so, kann natürlich sein. Dolly Access und so weiter ist keine Beschwerde direkt, aber wäre schon irgendwie ein bisschen schade, ne? Schade wäre es einfach ein bisschen. So, ich werde auch gleich mal speichern. Nicht, dass der ganze Stuff weg ist, den wir jetzt gesammelt haben. Das wäre auch schade. Noch
noch mehr Geld. Das müsste... Na gut. Zombie-Apokalypse ist halt auch nicht so einfach, ne? Wollte gerade sagen, das müsste im echten Leben auch so sein, aber das war nicht richtig durchdacht. Alter, die Hose bei dem, die hängt ja... Der kann doch eigentlich gar nicht laufen. Na toll. Muni ist gut. Das Teil nehmen wir auch mit. Für was die auch immer gut sind. Aber was wir haben, das haben wir, ne? Das ist ja nun mal so, wie es ist. Hier hat man auch reingeguckt, ne? Genau, looted steht ja da. Guck mal da. Fluchzeug. Ah. Ja, Verbände, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Frag mich jetzt nicht, wo ich die Masken habe, ne? Aber gut, die Filter, die können wir auch erstmal irgendwie so ins Inventar packen. Das kann ich dann alles sortieren, wenn wir in der Base sind, dann wieder und... Aber ich denke mal, dass wir zuerst wieder verkaufen werden. Na gut, hier passt was rein, ne? Aber brauchen wir das jetzt unbedingt? Ich meine, nein. Denn wir müssen ja jetzt nicht jeden Stuss hier mitnehmen. Aber das mit dem Boss, das ärgert mich ein bisschen, ne? Ich glaube nicht, dass der hier draußen rumrennt, großartig. Wäre ja auch irgendwie Blödsinn, ne? Könnte natürlich mal das Fernglas benutzen. Wie war denn das? Wie war denn das? Gut, wir können auch hier gucken. Aber bei dem Nebel siehst du jetzt hier auch nicht schnell. Das ist natürlich auch wieder Schuss in den Ofen. Verdammt noch mal hingerannt. Wir müssen trinken. Vielleicht rennt er auch irgendwo im Hotel rum, ne? Kann natürlich auch sein, dass das irgendwie... Dass die irgendwie wieder in den Bogen gerannt sind oder so. Denn ich denke nicht, dass der hier jetzt irgendwo in der Walachei rumrennt. Das kann ich mir jedenfalls so nicht vorstellen erstmal. Tja, jetzt wäre eine Schiene nicht schlecht, ne? Hatte ich nicht irgendwo eine gesehen? Das war, glaube ich, im Hotelzimmer rum. Aber da... Warte mal, Painkiller, vielleicht hilft das. Können es ja mal probieren. Nee, leider nicht. Wir können mal einmal Radiation Pilz nehmen. So, und dann müssen wir was trinken.
Gucken uns die untere Etage im Hotel mal an. Vielleicht ist er ja da reingerannt. I don't know. Der ist stuck. Das war jetzt kein besonders intelligent, wollte ich schon sagen. Das war kein besonders eleganter Kampf, aber... Und es gab eine Errungenschaft. Was ist das denn? Hilfe, Jesus. Gut, dass wir mal drüber geredet haben, ne? Wow, heftig. Das ist heftig, ne? Auf jeden Fall ist das heftig. So, da müsste der ja schon mal reingehen, ne? So ein Zeug hier reinlegen. Ich gucke mal, der müsste ja, genau, passt. So. Können wir das Teil gleich mal hier reinlegen? Das gucken wir uns dann später mal genauer an, ne? I'm the general using this machine gun with fucking purpose. Ha. Da werden wir bestimmt irgendwas zusammenbauen müssen, ne? Okay. Haben wir jetzt alles von dem Dicken? Jawohl. Oh, das ist nice, ne? Gut, den haben wir jetzt erledigt, ne? Wird aber noch nicht angezeigt. Wird nicht angezeigt. Naja, vielleicht beim Neuladen dann, ne? Aber gut, vielleicht haben wir den Spezialcontainer auch schon längst gefunden und... Ich weiß es nicht. Was ist denn das hier? Kommen wir hier rein? Zufällig? Nee. Aber das muss doch der Poi-Boss sein. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Ausdauer fehlt was. Tja.
ist natürlich erstmal ein bisschen schade, dass das halt nicht angezeigt wird. Aber das ist ja auch erst seit dem letzten Update. Vielleicht sind das ja noch kleine Fehler, ne? Wer da vielleicht auch schon Erfahrung mitgemacht hat, der kann mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht hat auch jemand andere Erfahrungen gemacht wie ich. Aber der Poi-Boss, der muss das auf jeden Fall gewesen sein. Ne? Und das ist ja alles eine Anlage, also das gehört schon mit zum Hotel. Tja. Spezialcontainer. Leute, ich speichere jetzt mal hier ab und dann versuche ich mal, ob ich hier ins Wasser reinkomme. Ne? Denn wir haben ja gesehen, da auf der Insel ist ja auch noch irgendwas. Aber das war mehr so auch Medical oder irgendwas, ne? Gut, ich versuch's trotzdem mal. Sag mal, was ist denn? Kann ich da auf die Dinger schießen vielleicht? Nee, bringt nix. Das bringt nix. Okay, wir sind aber oben. Ah, ist das der Spezialcontainer vielleicht? Guck mal hier. Serge Briefcase. Airfield Keycard. Na, die haben wir ja auch schon irgendwo, ne? War das nicht so? Haben wir die nicht irgendwo? Wo habe ich ihn? Gute Frage wieder, ne? Gut, dann eventuell noch hier. Jawohl. Jawohl. Da haben wir jetzt auch zwei davon und zwei Creek Prison Keycards, ne? Ich schaue jetzt nochmal auf die Map, aber tja, es hat sich noch nichts verändert. Vielleicht gucken wir nochmal nach dem Neuladen dann, ne? Wenn ich dann das Spiel wieder neu lade. Aber ich würde sagen, Leute, wir ziehen hier erstmal ab. Wir ziehen hier erstmal ab und gucken mal, wie das in der nächsten Folge aussieht. Also ich werde dann nach Hause fahren und dann werde ich uns dort erstmal alles sortieren, beziehungsweise auch erstmal zum Händler, ne? Ja, schauen wir mal. Haben wir alles raus und da auch. Genau. Na gut. Gut, Leute, ich glaube, wir machen das so. Wir machen aber an der Stelle auf jeden Fall erstmal Feierabend. Jetzt sind die alle wieder da, ne? Ich guck mal, ob wir draußen lang kommen. Das müsste ja vielleicht sogar besser gehen. Wir trinken erstmal einen Schluck. Damit wir nicht dehydrieren. Hier draußen wird es besser sein, ne? So, und wir können mal schauen, nochmal fix im Journal, ob wir eventuell... Ja, zwei Points, ne? Das reicht ja nicht. Wir brauchen drei. Dann können wir hier explosiv do more damage. Ach so, wenn Granaten und so, die machen mehr Schaden, okay. Deal more melee damage at night. Ah, okay. One each life when healed reaches 0, 15 healed will be added to the player. Aha. Extra bag of meat from animal kills. Ah ja. Double the amount of resources from harvestal nodes. Ah ja. Schauen wir mal. Okay. Erstmal zum Auto, dann nach Hause. Dann werde ich verkaufen. Wir gucken gleich nochmal, wie viel Geld wir jetzt im Portemonnaie haben.
Ich werde mir dann vom Verkaufen auch, das werde ich in ein extra Portemonnaie machen. So dass wir dann gucken können, wie viel ich bekommen habe, wie viel Erlös uns das gebracht hat. Jetzt hacke ich nicht mehr Holz, okay. Auch nicht schlecht. Ja, passt aber nicht rein. Ist egal. Es gab ja auch eine Errungenschaft, ne? Also das muss auf jeden Fall der Vollboss gewesen sein. Das ist ja nun mal so. Stirb. Nicht mal was. So, wir hauen ab. Genau, dann gucke ich, wie viel Geld ich für das Zeug bekomme. Und wir gucken dann, denke ich mal, in der nächsten Folge gleich mal nach einem neuen Auto, ne? Genau. Und ich hoffe, euch hat es soweit hier gefallen in dieser Folge, ne? Und wenn das so ist, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben. Kommentiert wie immer auch sehr, sehr gerne und fleißig. Lass ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast. Und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jedes neue Video, was online kommt, informiert, indem du eine Benachrichtigung bekommst. Und das alles völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick für dich. Bleibt mir gesund, meine Freunde, und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, ciao, euer Jens.